Ohne Hut verkühle ich mir da drüben. Oh, hallo. Was zum. Okay. Oh, ich glaube, Konrad ist noch wach. Es klappt. Ich kann. Ich, durch das Fenster kann ich hinein. Hier hoch. Hinauf. Als ob. Ich kann durch das Fenster durch. Ich bin ziemlich weit oben. Oh Mann, ganz schön duster hier oben. Ich bin einfach durchs Rathaus hochgeklettert. Und kalt ist es auch. Zu Hause dürfte ich nachts nicht auf Häusern rumklettern. Zu Hause würde ich jetzt mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Comics lesen. Ja, wie es jeder gemacht hat. Oder DS spielen. Nachts unter der Decke DS spielen. Oder Switch spielen. Ja. So, hier hast du den Hut. Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Ich bin doch schon da. Auf der Insel wird das keiner wagen. Aber wenn du dahin willst, dann beeil dich gefälligst. Sonst gehe ich ohne dich durch den Baum und bring meinen Hut mit, du Knilch. Und ja, nicht so einen wie deinen. Halt den Mund. Aber wie soll ich denn da rüberkommen? Kannst wohl nicht schweben wie anständige Leute, du Süßteetrinker. Dann musst du zu Fuß rüber über den Ast. Das ist viel zu dunkel. Und zu hoch. Na da toll. Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Ein weiteres Rätsel. Du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hackenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Okay. Ja, vielleicht die Idee, die ich schon vorher hatte. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, warum nutzt du es nicht? Stock vielleicht. Ein Stock bringt hier nichts. Wie du meinst. Das muss nicht gelöffelt werden. Ja, es ist so. Ja, was. Fliegen können wir ja schlecht. Ja, puh. Jetzt sind wir hier oben. Tja. Mit dem Nagel. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, nichts riskieren. Und wo bleibt der Mückenlehrer jetzt? Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Ja, du wartest hier die ganze Nacht. Ich habe keine Idee, wie ich hier rüberkommen sollte mit dem Pokal. Das ist meine Trophäe. So leicht gebe ich die nicht wieder her. Ich habe keine Idee. Also, meine erste Idee wäre jetzt mit dem Wurfanker hier oder irgendwie, das wäre die naheliegendste Lösung, aber ja, scheinbar nicht, oder? Gute Idee. Damit könnte ich vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Als ob. Aber das ist hier viel zu hoch, um mit schweren Nüssen zu hantieren. Das alte Eichhörnchen hat gesagt, der Saft in der Nuss zieht Glühwürmchen an. Vielleicht kann ich den Saft. Du brauchst das Licht, um darüber zu klettern. Wenn der Baum nur nicht so weit weg und die Nuss nicht fest verschraubt und schwer. Die ist doch ziemlich dicht dran, das ist doch. Es ist nicht leicht, 12 zu sein. Ja, ja. Okay, hier kommen wir wohl erstmal nicht rüber. Ja, dann erstmal zurück. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Tja, wieder hier runter. Ah, der Zarauf, der hat hier sein Plakat aufhängt. Tja, hoch sind wir schon mal gekommen, aber ja. Ja, irgendwie müssen wir die Nuss dort hochbekommen. Ich hab da so eine Idee. In die Kanone stecken. Pfoten weg. Die Kanone muss für den nächsten Drehangriff bereit sein. Ja, ist klar. Ich stelle mir vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Ja, ist klar. Du bist eine brave Wächtermaus und hältst die Wache.
Vielleicht können wir hier ein bisschen hier Baldrian tropfen. Das wäre doch eine Möglichkeit hier. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Was? Wer? Die pennt ja schon fast ein. Machst du dich lustig über mich? Ich brauche einen Becher mit heißem schwarzen Kaffee, Junge. Kaffee? Oh, das ist ja. Entschuldigung. Aber ich bin so müde. So. Das können wir dir besorgen. Und wenn du uns dann die Kanone feuern lässt. Ein Stück Kaffee. Und das kriegen wir hin. Kaffee für die Maus. Was trampelt hier so? In der Wohnung über mir wird mal wieder getrampelt. Ja. Nichts Außergewöhnliches. In einem Mehrfamilienhaus. So, durch die Vordertür kommen wir hier nicht rein ins Café. Ja, hier durch die Hintertür. Ins Baumstammcafé. Baumstammcafé heißt das. Aha, interessant. Na dann. Hier gibt es den Kaffeeautomaten. Kaffeemaschine. Dann hoffen wir, dass wir schnell genug da sind. So, Kaffee abfüllen. Einmal heißer Kaffee. Jo. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Gut, jetzt packen wir hier ganz schnell noch Tropfen rein. Jo, das funktioniert natürlich. Ein paar Tropfen sollten reichen. So, und schnell zurück, bevor der Kaffee kalt wird. Es wird der Maus nicht gefallen. Kalter Kaffee, das mag keiner. So, hier rüber. Na komm, ganz schnell. Auf der Stadttormauer. Den Kaffee hinbringen. Bevor er kalt wird, na komm, hier, zack. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Na, sehr gut. Mit Baldrian-Topf verloren. So passt das doch. Auf einmal ausgesoffen. Und morgen. Und schon schläft die Maus. Schnarch. Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Langsam bekomme ich aber ein schlechtes Gewissen. Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Naja. Oh, Tagebucheintrag. So, na komm. Erbsenkugeln. Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Okay, für Mäuse also nicht. Und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Dann tun wir halt mal schnell das hier hinein. Die Nuss passt sicher perfekt in die Kanone. Aber warum sollte ich die wahllos in die Landschaft schießen? Nicht? Ich dachte jetzt, können wir hier einfach... Tja. Ah, okay. Das macht mehr Sinn. So, Nuss rein. Okay, mal sehen, ob das klappt. Oh, die ist wieder wach geworden. Die Maus. Wow, großartig. Ich habe fast den großen Ast hinter dem Backhaus getroffen. Es hat funktioniert. Sieh sich das einer an. Fast. Das Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Fast getroffen heißt aber nicht. Und trotzdem kracht, schläft die Wache immer noch tief und fest. Die sieht aber ziemlich wach aus. Schläft die Wache immer noch tief und fest. Sieht aber sehr wach aus. Sogar im Halbschlaf ist er dem Dienst treu. Was für eine tapfere Maus. Die Augen sind aber weit geöffnet. Hä?
Kücheltür weg. Was? Dann gib sie mir nicht. Aha. Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Na dann. Wir haben jetzt fast den Ast getroffen. Dann ist doch bestimmt genügend Licht dafür da, dass wir darüber spazieren können. Oder etwa nicht. Oder traust du dich immer noch nicht? Ah, da leuchtet's ja so schön. Na dann. Ist doch jetzt bestimmt hell genug. So, hinauf da. Ohne dass uns der Uhu sieht. Der Kauz wahrscheinlich. Falls das nicht dasselbe ist. War noch nicht gut in Tierkunde. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Ja, und jetzt hopp's rüber. Immer noch ganz schön hoch. Aber jetzt kann ich zumindest sehen, wo ich hintrete. Hoffentlich geht das gut. Na komm, hopp's. Geschafft. Ganz schön abenteuerlich. So. Ist dir klar, wie jetzt bring ich weg. Jetzt bin ich ja, hier. Ja. Und noch ein paar Tage. Du bald hast doch sicher hier den Baum beschossen, oder? Hab hier oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben. Aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Was zur Verholle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine drei Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Den behalte ich, bis wir drüben sind, okay? Hat Sicherheit. Misstrauischer Knabe. Nun gut, aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, der kommt zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Und das mit dem Wünschen wohl? Da, Portalbaum. Ab durchs nächste Portal. Juhu. Haben wir es mal wieder geschafft. Ui. Wo sind wir denn hier gelandet? Na hoppala. Das ist ja ganz anderswo. Das Portal ist fest verschlossen. Aber ich muss mich sowieso noch um den kleinen grünen Mann kümmern. Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Nicht wirklich. Ein Dreikäsehoch, der mir, nichts, dir nichts, den Hut stiebitzt? Verkehrte Welt, das kann nicht sein. Ich bin Emmett, Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Halt den Mund. Und mir klaut niemand. Einmal die Nummer 40b, übergroßer grüner Hut. Na, das wurde aber auch Zeit. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempel. Na, jetzt halt mal den Mund. Halt den Rand. Faulauter Kobold. Wo sind wir denn eigentlich hier? Da klebt mir Flügel an und nimm mich bald weg. Junge, wir sind im Lande des wallenden Windes, der tollsten Tiefe, des säuselnden Sees und der sanften Melancholie des Mondes. Was für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Wünsche, Pünsche. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du willst dir doch sicher 5000 leuchtende Laubtaler wünschen. Ich darf mir was wünschen? Ist ja toll. Das ist die Tradition. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich. Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Muss tiefe Taschen. Der labert uns hier die Hucke voll. Wasser, Tee trinken. Ich höre ja gar nicht mehr zu. Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000 Tüten Gummidrops, 1.000 Comichefte oder 100 Videospiele. Das klingt ja super, aber eigentlich... Ja. Das vielleicht... Allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs. Das würde uns einiges ersparen. Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter Klempner. Wie? Aber ich.
Meister eines Faches bist du jetzt. Und Klempner sind für ihre Nützlichkeit überall beliebt. Freiwillig verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann... Dann... wünsche ich mir, dass man mich mag, wenn man mich nur anschaut. Ja. Nee, ich wünsche mir was. Ja, ich nehme das hier. Wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung. Okidoki! Also bisher merke ich nichts. Also doch, es kitzelt ein klein wenig. Ach du Schande. Oh, ist das Kitzeln an meiner Nase meine neue Kraft, die ich erlangt habe? Huch, was klingt mir da im Gesicht? Ein Schnurrbart. Ganz wie die großen Erwachsenen, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Aber ich wollte doch keinen Schnurrbart haben. Ein Wunsch verbleibt. Mieser Mückenlehrer. Okay. Jetzt haben wir einen Bart. Sehr schön. ja. Oh nein. Ich wünschte, ich wäre erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Gesagt, getan. Dein dritter Wunsch. Mamma mia. Oho. It's a me. Was haben Sie mit meine Stimme gemacht? Bei meinem Bart? Was könnte erfolgreicher ein sein? Klempner als ein mit Bart. Schnurrbärtiger Klempner mit italienischem Akzent. Und diese Schnurrbarte juckte ganz fürchterlich. Ich hab nicht gewartet. Sehr schön. Mit einem Wunsch nie auf die leichte Schulter. Sonst geht er ratzfatz nach hinten. Per favore, ich tue alles. Ich gebe Ihnen auch den Löffel, das Kobalt und die Nägel zurück. Aber zaubern Sie mich wieder normal. It's me, Jerry Hackensinus. Donald bestechen? Mit seinem eigenen Hab und Gut, was du ihm unrechtens entwendet hast? Unverschämt. Schön. In Ordnung. Du mit deiner verdammten Liebenswürdigkeit. Einfach toll. Ich kann wieder atmen. Vielen Dank, dass Sie alle Wünsche rückgängig gemacht haben. Dass ich alle Wünsche rückgängig mache, habe ich nicht gesagt. Bin ich immer noch Klempner? Du bist besser dran, wenn du Klempner bleibst. Lieber eine Handvoll Fähigkeiten als ein Sack voll Gold. Jetzt hattest du deine drei Wünsche. Lass mich endlich in Ruhe. Oh Mann. Jetzt ist er verschwunden. Ich habe so eine Vermutung. Ein Turm. Vielleicht bin ich kein Archäologe, aber dieser Turm sieht echt alt aus. Durch das Turmfenster hinein. Ich kann nichts sehen. Da hängt irgendetwas von drinnen vor dem Fenster. Aha. Na, dann gehen wir doch mal hinein. Oi. Komisch. Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. Ja, der hat sich doch unsichtbar gemacht, bestimmt. Gut. Moment, wie ist das denn hierher gekommen? Das ist doch wieder dieser Zaroff. Der wahrscheinlich hier der Bösewicht ist aus unserem Abenteuer. Diese Flagge riecht nach Hund. Eine Hundeflagge. Woher weiß ich das? Wir haben doch gar keinen Hund. Tja, das weiß man einfach. Es hat so einen eigenartigen Geruch. Das weiß man, wenn man es riecht. Gut. Wir haben eine alte Flagge. Ja. Der alte Lappen ist nicht mehr für viel gut. Ja. Die Hagebutten sind auch nicht viel gut. Vielleicht. Der alte Lappen ist nicht mehr für viel gut. Ja, okay. Der alte Lappen ist nicht mehr für viel gut. Ja. Das ist meine Trophäe. So leicht gebe ich die nicht wieder her. Okay. Tja. Vielleicht hier mal durchschauen. Vielleicht sehen wir dann irgendwas. Da ist der ja. Oh, ein Holler. Was uns weiterhilft. Reden wir mit ihm. Entschuldigung? Als St. Patrick? Was denn noch, du gieriges Ball? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. St. Patrick. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich Ratzekarl ausgezaubert. Ich kann's nicht mehr. Wieso denn das?
Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest, wenn ich schlechte Laune habe. Keinen Regenbogen brauchen wir. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Klinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Du brauchst schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Es ist etwas Glänzendes, haben wir. Eine Trophäe. Glänzender Hafen, aber nein, ich will doch nichts geschenkt haben. Was hat das denn für einen Sinn, wenn man Sachen mir nichts, dir nichts geschenkt bekommt? Ich will es, wenn schon, selbst finden. Ja gut, dann find es halt selbst. Können wir es hier hinstellen oder hier das Fensterbrett? Gute Idee. Ob er wohl gerade herschaut? Was guckst du denn so blöd? Mist. Wenn er mich dabei beobachten kann, wie ich den Pokal platziere, wird das wohl nichts. Er muss das Gefühl haben, ihn zu stehlen. Okay. Das ist meine Trophäe. Ich dachte, man kann die irgendwie verstecken, einwickeln, das Tuch oder... ja. Weg nach draußen. Ja, vielleicht stellen wir es von außen. Einfach hier. Turmfenster. Hey, ich kann den schlecht gelaunten kleinen Kerl da drin sehen. Das ist gut. Stellen wir jetzt vielleicht mal. Zack. Oh, was habe ich mit meinen müden Augen da? Ist sehr schön. Ein klitzekleines Silberbecherchen? Fliegendreck und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Tja, das, was ich schon die ganze Zeit versuchen wollte. So, einfach ein bisschen polieren. Genau. Perfekt. Huch, die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Dann wollen wir mal. Auch nicht schlecht. Oh, was für schönes Wetter hier draußen. Ah. Die Waldmeister-Limonade ist besonders erfrischend aus diesem blank polierten Silberpokal. Ich habe ihn mal in dieses Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung. Gar nicht auffällig. Und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Und schubs. Was leuchtet denn da? Ein klitzekleines, blitzeblankes Silberkrügchen? Oh, eine Schönheit der grünen Insel führen. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmet kommt heim. Emmet? So heißt du. Na toll. Ui. Ich muss doch noch einen Zauber lernen. Regenbogen. Ein Regenbogen. Ui. Wieder ist er verschwunden, aber diesmal für immer. Dann laufen wir jetzt über den Regenbogen. Auf dem Regenbogen kann ich nicht reisen. Schade. Was mache ich denn jetzt? Es liegt Magie in der Luft. Zum Greifen nah. Aber er ist weg und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Er wird sich bald wieder auflösen. Na dann schnell. Beeil dich. Anfassen. Wow. Sieht fast aus, als ob man ihn berühren könnte. Das kannst am, du. Zum das Topf am anderen Ende des Regenbogens. Ein Goldtopf. Das ist doch bestimmt ein Goldtopf. Ui. Ein Zauberspruch. Du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Grünwuchs. Den Zauberstab. Na, das sehr wäre schön. Nur eine optische Illusion. Durch die Kraft des magischen Regenbogens hast du deinen zweiten Zauber gelernt. Mit ihm kannst du es regnen und grün sprießen lassen. Wow. Diese Hand wasche ich nie wieder. Kehre zurück zum Portal. Ja, dann Zauber steht vielleicht auf deiner Hand noch ein Buchs. Steht dir das Portal wieder offen. Aber beeil dich. Was wir nehmen uns noch die Karte mit. Noch so wir nehmen die Karte mit. Ob der Grünhut die verloren hat? Ja, stimmt.
Das bin doch ich da drauf. Mit irgendeinem Hund. Oh. Haben wir wohl doch einen Hund gehabt. Aber ich erinnere mich gar nicht daran. Komisch. Dass er weiß auch, wie Hund riecht. Das weiß man halt, aber ja. Ui. Da war ein Helmblitz. Dieses Portal ist aber ziemlich grell. So im Zauber gelernt, zurück geht's. Tschüss, Irland. Komisch, aber ich glaube, ich werde den kleinen Mann mit dem Hut vermessen. Ach was. Den doch nicht. Zurück in Mauswald. Na, großartig. Hier ist das Tür doch nach. Und jetzt? Oh nein. Ein weiterer Nagel. Was war denn das für ein Geräusch? Oh weh. Jerry, bist du das? Was? Ein Geist. Wer war das denn? Hat er meinen Namen gerufen? Scheint mir fast so. Oh. Vielleicht werden wir es bald erfahren. Doch viel Zeit ist uns nicht gegeben. Der zweite Nagel ist eingeschlagen. Der zweite Nagel? Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Auf Weil. Wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Suche nach den magischen Kreaturen, die im Mauswald leben. Es hält sich das Gerücht, dass ein Fuchs bei Nacht durch die Felder von Mauswald streift. Er ist nicht aus dieser Welt. Ein Fuchs? Das klingt gefährlich. Auweih. Ja, die seltsamen Kreaturen haben wir schon gesehen, aber ein Fuchs. Na dann, hier mal zurück. Ein Nagel. Wird wohl der Portalbaum in die Realität zerstört. Das wäre nicht gut. Ein Poster. Oder so ein Zaroff-Poster. Der große Zaroff. Hellsichtiger Illusionist. Bald auch in ihrer Nähe. Schon wieder Werbung für Zaroff. Tja. Auch hier werden wir mit Werbung zugekleistert. Gut, Fuchsjagd, so sieht's aus. Suchen wir nach einem Fuchs. Dann soll sich ein Fuchs rumtreiben. Ist natürlich gar nicht gut. Na, warte hier erstmal rein. Vielleicht kann uns der Magier was sagen. Nicht der Marquis, sondern der Zauberer, der Magier von Mauswald. Alter Magier, was hast du zu sagen? Naja, jetzt nichts. Nichts Großartiges. Bis später. Ja, pass gut, hier gibt's nichts Neues. Junger Baumläufer. Okay. Ja, den dritten Zauberspruch hätten wir jetzt gelernt. Ratersuch, Felsflüstern, Grünwuchs. Der Grünwuchs. Was wollen wir jetzt damit tun? Okay. Na dann suchen wir mal nach einem Fuchs. Fuchssuche in Mauswald. Hier findet immer noch die muntere Hasenparty statt. Hasengeburtstagsfeier. Ja, Jamba, das soll die nicht. Hier brauchen wir nicht nochmal raufgehen.
Fuchs. Ah, hier leuchtet so schön über Mauswald. Grünwuchs. Oh, ja, natürlich, Grünwuchs. Vielleicht. Warum nicht? Magie. Ich hab's zum Regnen gebracht. Das sah ja fast aus, als ob du das mit dem Regen warst. Ja, also schien hier fast so. Oh, oh. Was ist denn, Jerry? Fuchs. Ein Fuchs? Das ist Tails. Was? Zu sehen an den Schwänzen. Bist du? Jerry, sei vorsichtig. Nicht. Bewegen. Ist ja schon weg, der Fuchs. Wow. Oh, mein kleines Froschherz rast noch wie verrückt. Zum Glück hatte der Fuchs keinen Appetit auf uns beide. Das war kein einfacher Fuchs. Hast du nicht gesehen, wie viele Schwänze er hatte? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Was für ein Schreck aber auch. Meine liebe Libelle. Der Fuchs ist Richtung Sumpf gesprungen. Ich muss ihm hinterher. Jo, allerdings erst im nächsten Part. Ja, damit noch uns natürlich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im nächsten Part. Haut rein. Ciao, ciao.